Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Between Time and Space. Ah, tut mir echt leid, dass die Reihe zurzeit so holprig erscheint, aber holprig ist zurzeit nun mal auch mein Leben und da kommt das schon mal zu Verspätungen und Verschiebungen, aber bei der 8 Uhr morgens Reihe definitiv fällt natürlich nichts aus, da wird höchstens mal ein bisschen verschoben. So, weiter geht's. Mit Zack McCracken Between Time and Space. Ich habe Vollbildmodus hinbekommen. Also, naja, er ist ein bisschen gefaked, der Vollbildmodus. Ich habe einfach nur reingezoomt in mein Aufnahmeprogramm. Aber hey, soll nicht euer Problem sein. jo, laden wir mal. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? War das hier? Das sieht von der Uhrzeit her gut aus. Weiterspielen. Achso, laden. Weiterspielen heißt, ich komme dahin zurück, wo ich war. Wo waren wir stehen geblieben. Ah ja, ich habe einen unglaublich harten Keks und den geben wir jetzt dem Hund. So waren wir stehen geblieben. Das Spiel ist so unglaublich vollgestopft mit Referenzen, Easter Eggs und Anspielungen, dass es mir schon fast zu viel ist. Na, das hier willst du wohl haben? So, findet der Koala-Hund gut? Auf das Rezept wäre selbst ein gewisser Bäcker aus meiner Nachbarschaft neidisch. Der sieht wirklich aus. Wer hat ihm die Ohren und... Der ist ein Koala. Das ist kein Hund. Naja, okay. Jetzt können wir die Kurbel nehmen. Nimm die Kurbel. Ach so, genau, warte. Nimm die Kurbel. Sehr schön. Ja, ich hab sie. Endlich. Na, endlich. So lange haben wir jetzt auch wieder nicht hier nach der Kurbel gesucht. Und jetzt kurbeln wir das Gewinde. Das sollte es gewesen sein. Mit etwas Glück sollte die Winde nun wieder funktionieren. Ja, dann benutze sie doch um Himmels Willen. So, dann reden wir mal mit den lustigen Pfadfindern. Ahoi Jungs! Willkommen, Fremder! Das sieht aber lecker aus. Tut uns leid, nur für Mitglieder des Fanlines. Jungs, was war heute eure gute Tat? Wir haben uns um die Erhaltung der natürlichen Umwelt gekümmert, wie jeden Tag. Was macht ihr hier? Wozu dient das Camp? Oh, das ist unsere Spezialaufgabe. Wir kümmern uns um den Raufußkauz. So, sorry, musste schnell die Katze rauslassen. Wo waren wir stehen geblieben? Wer oder was ist denn ein Raufußkauz? Das wissen Sie nicht? Das ist eine durch rücksichtslose, fortschreitende Zerstörung des Waldes durch den Menschen nahezu ausgestorbene Vogelart. Und warum müsst ihr euch um ihn kümmern? Hier im Lager sitzt das letzte Exemplar. Es wird bald enteiligen und bedarf großer Pflege und Ruhe. Dann muss er doch gut beschützt werden. Er ist gut beschützt, glauben Sie uns. Wird er bewacht? Warum möchten Sie das wissen? Ich bin Reporter des hiesigen Naturschutzbundes. Hm. Haben Sie einen Berufsausweis? Den habe ich leider heute Morgen mit Nutella beschmiert. Oh ja, das passiert uns immer mit unserer Uniform. Ich war früher Pfadfinder, genau wie ihr. Wir haben damals versucht, das zweiköpfige Eichhörnchen vor bösen Menschen zu retten. Leider ohne Erfolg. Oh ja, wir erinnern uns. Damals hat so ein schrecklicher Reporter das arme Tier brutal ermordet. Genau, ich würde euch sehr gerne unterstützen. Wir glauben, wir können Ihnen trauen. Da drüben ist der Vogel. Aber gehen Sie lieber nicht dorthin. Jede Störung würde ihn zu sehr verschrecken. Die ganze Umgebung ist gesichert. Kameras, Mikrofone und Bewegungsmelder. Bewacht von unseren zuverlässigsten Mitgliedern. Echt toll, dass ihr eure Aufgaben so ernst nehmt. Ich wollte gerade sagen, dann ist es Kanon, dass der das Eichhörnchen umgebracht hat. Ich habe es extra nicht gemacht, aber das ist ja nur ein Fanspiel. Deswegen ist es ja nicht offiziell Kanon. Also kann ich weiterhin behaupten, dass wir das Eichhörnchen natürlich nicht umgebracht haben.
Was wollen wir eigentlich schon wieder mit diesem Vogel? Mir gefällt diese Questreihe hier schon wieder gar nicht, in welche Richtung die geht. Warum? Das ist ja noch schlimmer wie bei Geheimakte Tunguska mit dem Pinguin-Ei, was aber dann zum Glück eine gute Wendung nimmt am Schluss. Ihr sagt, die fähigsten Pfadfinder sitzen da. Warum nicht ihr? Der Fernleinführer meint, wir seien zu vertrauensselig. Aber das ist doch ungerecht. Wie man sieht, immerhin können wir hier sitzen und Marshmallows grillen. Macht's gut, Jungs. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen, Mister. Hi. Guten Tag, Mister. Wollen Sie einen Marshmallow? Nein, danke. Ich bin vor kurzem erst geflogen. Und es ist mir noch etwas übel. Kann ich dich vielleicht etwas fragen? Na klar. Ich bin übrigens Zack. Und du? Ich bin Bert. Normalerweise sitzt hier noch Fink, aber der ist wohl schon schlafen gegangen. Wie ist es so abgeschieden von der Welt, tief im dunklen Dschungel eines fremden Landes? Och, bis jetzt ist es ganz nett. Die Tiere, die sich im Schlafsack verstecken, sind die gleichen wie daheim. Und gefährlicher als in einer Großstadt ist es ja auch nicht. Hm, und was ist mit den menschenfressenden Raubtieren und giftigen Schlangen? Wollen Sie mir Angst machen, Mister? Nein. Gut, also Sie wollten mich etwas fragen? Was machst du hier eigentlich? In der Mitte von nirgendwo am sprichwörtlichen Arsch der Welt? Ich bin Feuerwart. Feuer was? Feuerwart. Sagen Sie nicht, Sie haben noch nie von der ehrenvollen Aufgabe des Feuerwartes gehört. Er ist der manifestierte Teamgeist der Gruppe. Ohne mich läuft nichts. Ich koche morgens für alle Kaffee und sorge dafür, dass die Moral bei allen hier aufrecht gehalten wird. Aha, also so eine Art Wildnispraktikant. Hm? Kaffee kochen, die Leute erheitern und immer länger an der Arbeit als die anderen. Das sind die Aufgaben und Tätigkeiten eines Praktikanten. Nur, dass du wahrscheinlich weniger Füße küssen darfst. Da kommen gleich wieder Erinnerungen hoch, aber sag mal, woher kommt der Name Feuerwart? Nun, hauptsächlich bin ich dafür da, dass das Feuer über die Nacht nicht ausgeht. Also tagsüber wird geschlafen und nachts bist du wach. Genau. Und ich esse Marshmallows. Die meiste Zeit. Ich werde mal weiterziehen. Bis später, Kleiner. Bye, Mister. Hallo, da drüben! Fenland Vereinsführer Gruppe Specht der Waldwiesen- und Vogelfreunde meldet sich zum Dienst, Sir. Ah, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Zack, Zack McCracken. Freut mich ebenso, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. McCracken. Wie kann ich Ihnen helfen? Sag mal, was machst du hier so ganz alleine mitten im tiefsten mexikanischen Busch zwischen giftigen Schlangen und alles fressenden Ameisen? Es ist meine Pflicht, nein, meine Ehre, diesem Raufußkauz beim Vorgang des Eierlings zu beobachten und den Eisprung zu dokumentieren. Raufußkauz? Noch nie davon gehört. Kaum einem ist diese Vogelart bekannt. Es ist ein Eulenvogel, der sehr ungewöhnliche Eigenschaften und Angewohnheiten hat. Angewohnheiten? Nun, er brütet normalerweise nur an Wasserfällen. Außerdem sind die Vögel sehr empfindlich, wenn es um Radiowellen oder anderen Funkwellen geht. Daher sind Mobiltelefone etc. hier strengstens verboten. Und warum verhält er sich nun komisch? Naja, das Weibchen frisst das Männchen oft irrtümlicherweise schon bevor die Begattung stattgefunden hat. Nachdem das Weibchen dann den Irrtum bemerkt hat, wirkt es das Männchen wieder hervor. Oftmals sind die Weibchen sogar dazu gezwungen, sich selbst zu befruchten. Das ist natürlich in der Tat sehr ungewöhnlich. Sag mal, was sind denn das alles für Geräte? Nun, mit der Kamera filmen wir das Verhalten des Vogels. Mit dem Videomaterial werden wir das merkwürdige Verhalten besser verstehen können. Außerdem könnte die Möglichkeit bestehen, dass dies die letzten Aufnahmen eines brütenden Raufußkauzes werden. Und die Boxen? Ja, da liegt unser kleines Problem. Normalerweise nistet dieser Vogel an Wasserfällen. Und da hier in dieser Gegend kein Wasserfall zu finden ist, mussten wir improvisieren. Unser Plan war, die Geräuschkulisse eines Wasserfalls zu simulieren. Leider hat einer unserer Jungs die Kassette verloren. Nun fühlt sich der Vogel unwohl. Ah, vielleicht könnte ich so eine besorgen. Ich werde mich mal umschauen. Die Waldwiesen und Vogelfreunde wären Ihnen auf ewig dankbar, Mister. Saubere Arbeit, Willem. Weiter so. Jawohl, Mister. Danke, Mister. Da war doch was.
Audiokassette. Die müssen wir jetzt wirklich nicht wieder... Ich dachte nämlich... Klasse, sieht aus wie neu. Ah doch, wirklich. Na schau. Jetzt haben wir die auch noch eingezogen und jetzt... Ich sollte erst mit Willem sprechen. Ach so, gut. Hier, Willem. Eine Kassette. Das ist ja toll, Mister. Bitte legen Sie sie in unseren Kassettenspieler. Ja, wollte ich doch. Ich bin kein Biologe, aber wenn ich Glück habe, stimuliert die Musik auf dieser Kassette den Vogel und er legt sein Ei. Von schlechter Musik bekomme ich beispielsweise immer Durchfall. Genau. Na gut, ich bin kein Vogel und der Vergleich hinkt. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Also los, mal sehen, ob der Vogel auf Heavy Metal steht. Tja, anscheinend hat es geklappt. Na gut, ich wollte ihn nicht verschrecken. Aber wenigstens hat er ein Ei gelegt. Und darauf kommt es schließlich an. Operation erfolgreich. Willem, wir haben es geschafft. Jawohl, Sir. Einwandfreie Arbeit, Sir. Das wird den Fanline-Führer aber freuen. Besonders Heavy Metal war das jetzt aber nicht, oder? Das würde ich eher als Pop-Rock verzeichnen, was wir da gehört haben. Aber keine Ahnung. Nein, dieses Ei ist zu groß für eine Mikrowelle. Oh, ein Feeder. Sie liegt zu hoch. Ich komme nicht ran. Wahrscheinlich brauchen wir die Feder irgendwo für irgendwas. Die Crawbar 2000 von Dranotech. Laut Hersteller ist das... Ich will's nur nehmen. Na? Das geht wohl kaum. Das geht wohl Idee soll... kaum. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Wo denkst du hin? Von diesem Ei hängt der Fortbestand einer ganzen Vogelart ab. Im Ernst. Okay, gut. Gut. Wir können es in eine leuchtende Decke wickeln. Tja, was soll man dazu sagen? Das leider... ein bisschen mehr... Na gut, dann rede ich mal mit dem hier nochmal, oder? Macht's gut. Auf Wiedersehen. Na gut, dann rede ich mal mit dem dann nochmal, oder? Hi. Guten Tag, Miss. Nein, danke. Ich bin vor... Ich werde mal weiter... Bye, Miss. Na gut, dann reden wir mal nochmal mit dem da. Saubere Arbeit, Willem. Weiter so. Jawohl, Mister. Danke, Mister. Mist. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Ei? Wie können wir das... Wahrscheinlich müssen wir es ausbrüten, oder? Aber ich wüsste nicht, wie. Das hat ja fast die Maße eines Hutes. Aha, ja genau. Wir brauchen doch einen riesigen Hut und eine Feder. genau, für unsere Verkleidung. Das hilft mir nicht. Das hilft dir nicht weiter. Den Gedanken sollte ich verwerfen. Keine Chance. Das ist Hirn. Das ist Hirn. So langsam beginne ich an meinem Verstand. Das wäre nicht annähernd am... So langsam... Das werde ich... Jo, was weiß denn ich? Die Idee war ja ganz gut, aber... Ich hab keine... Tja, was soll man da... Nein, da hebe ich mir... Ja, was soll man denn dazu sagen? Ich weiß es nicht. Die Kamera läuft und ich will sie nicht ausschalten. Ich will sie nicht aufwecken. Ich
habe doch schon Sushi Junior als Haustier. Dann weiß ich jetzt gerade nicht, was wir hier noch machen sollen. Oh! Warte mal, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ihh! Da hing ja der halbe Arm noch dran. Na, wenigstens ist das mal ein handlicher Knochen. Dieser arme Mensch scheint sich im Urwald verlaufen zu haben. Blitzblanke Knochen. Wahrscheinlich sind menschenfressende Termiten über ihn hergefallen. Bestimmt. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Ich auch nicht. Ich mag ihn, aber mitnehmen will ich ihn nicht. Den fasse ich nicht an. Sonst heißt es vielleicht, Pulitzer-Preisträger infiziert sich mit tödlichem Killer-Virus. Nur noch ein fetter, saftiger, brauner Kakerlakenkeks drin. Er bewegt sich sogar. Igitt, das ist gar kein Keks. Komm mit mir, kleiner Freund. Eine Küchenschabe? Das ist eine Küchenschabe, wie man sie kennt aus dem Schnellrestaurant seines Vertrauens. Sie so in meiner Tasche rumkrabbeln zu sehen, verunsichert mich. Der Knochen einer Hand. Ohne mich. Ich sollte noch mal darüber nachdenken. Ja, okay. So lieber nicht. Das soll ein Scherz. Eine sehr informative Tageszeitung, die... Aber warte mal. Das ist aber neu, oder? Hä? Ohne Scheiß. Die Zeitung hat sich auf magische Art und Weise aktualisiert. Na, schauen wir mal. Der Hauptartikel. Den Mund mal wieder zu voll genommen. Der Schwede Sven Tjörvensen wird bei der nächsten Mahlzeit sicherlich seine Zähne benutzen. Riesenkeks stopft gefräßigen Naschkatze das Maul. Zürich. Beim diesjährigen Back- und Bratwettbewerb, sponsert bei Dr. Fröhlichs Naturschmalzprodukte, kam es während des traditionellen Riesenkeks-Wettessens zu einem unappetitlichen Vorfall. Da kriegt man im Grunde einen Tipp, was man machen könnte mit diesem Riesenkeks. Tja, okay. Sven Tjörvensson, der Finalist der letztjährigen Weltmeisterschaft, versuchte, den 40 cm großen Wettbewerbskeks in einem Stück zu verzehren. Der Keks verkeilte sich schließlich im Backenkiefer des verdutzten Weltmeisters und sorgte für eine gefährliche Maulsperre. Mit vereinten Kräften und unter Einsatz schwerer Geräte gelang es den Rettungskräften, den beschämten Tjörvensson aus seiner misslichen Lage zu befreien. Laut Angaben des hinzugezogenen Arztes hätte der Keks hinreichend aufgeweicht. Hätte. Was? Wahrscheinlich fehlt da was. Die Kekse. Hinweisen aufgereicht, dass sich Tjörvensson von allein hätte befreien können. Die mit mexikanischen Steinofen gebackenen Kekse wurden dieses Jahr von der Bäckerinnung. Was? Von der Bäckerinnung? Was ist denn eine Bäckerinnung? Aus San Francisco hergestellt. Der verantwortliche Bäcker, übrigens gewann er mit Brotweitwurf in den Kategorien Misch- und Weißbrot die Silbermedaille, weist alle Schuld von sich. Ein erfahrener Riesenkeks-Wettesser weiß, dass man so einen Keks nicht mit einem Happ verschlingen sollte. Unser TV-Tipp, 23. Wettbewerb, der Back- und Bratwahn von Razer. Da haben wir auch die Kassette. Das zieht euch die Schuhe aus. Unsere Hühner legen 80% mehr Eier. Ich habe noch nicht reingehört. Razer and the Scummities auf DAT und MC.
Ab jetzt im Handel. Okay. Kriegen wir in der Zeitung wirklich immer wieder Hinweise, was wir machen müssen? Dann sag mir doch bitte, wie ich das Nest kriege, weil das, was hier jetzt steht, haben wir gemacht. Was haben wir denn hier noch? Urlaub ohne Sorgen. Im Cabana Club auf Waikiki werden reiche Leute noch vor dem Pöbel beschützt. Mein Freund, der Türsteher, Waikiki. Sie kennen das. Man will in Ruhe seinen Urlaub an einem noblen Privatstrand verbringen und wenn man dann ankommt, ist eben dieser Strand bevölkert von Quallen, Algen, Touristen und quengelnden Kindern. Die selbst den hartgesottensten, wohlhabendsten Menschen nicht zur Ruhe kommen lassen. Der Cabana Club Waikiki hat das Problem erkannt und ein Team zusammengestellt, welches jeden Störenfaktor für die betuchten Gäste den Gar ausmachen soll. Unser Ziel ist es, unsere Gäste von den weltlichen Sorten armer Leute zu beschützen. So einer der Kubanerjungen. Ständig versuchen die Leute, unsere hochwertigen Strand zu betreten. Wie sähe das aus, wenn sie das auch wirklich schaffen würden? Die Statistiken geben dem Cubana Club Konzept recht. Die Kette versucht nun auch an anderen Standorten ihre treuen Privatstrände zu etablieren. Und drunter steht noch Diktatorsturz. Aber das können wir nicht mehr lesen. So, wie packe ich die Zeitung wieder weg? Okay, gut. Ach, ich kann auch mit dem Mausrad durchschalten. Okay. Ja. Verzeihung, aber egal in welche Richtung ich scrolle. Es geht immer in die gleiche Richtung. Das ist verwirrend. Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur wen? Jetzt warte mal. Habe ich zwei verschiedene Zeitungen? Die Idee war ja ganz... Du beliebst zu scherzen. Ich habe die meisten Artikel selbst geschrieben. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wäre sie auf Rechtschreibfehler zu durchsuchen. Und selbst dazu wäre es jetzt leider zu spät. Oh. Warte mal. Wir könnten vielleicht das Nest nehmen. Der Vogel hat es liebevoll zusammengebaut. Ich lasse es so. Das ist eine Küchenschab-Tease. Das wäre nicht an... Ich versuche mal das neue Nest, das ich habe, mit dem Vogelei zu kombinieren. Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Aha. Wenn das so ein... Das sollte ich besser... Da fehlt mir der... Ich sollte... Auf... Schade. Ich rufe lieber einen... Die Idee war ja... Okay. Keine Ahnung. Ich brauche entweder eine Leiter oder einen Fächer oder irgendwas, keine Ahnung. Ich muss mal schauen, ob die Wege wirklich zusammenhängen oder ob das Zufall ist. Ah ja, ich glaube, es ist Zufall. Okay, ich schätze mal, hier gibt es keinen anderen Weg. Ich versuche aber noch den einen, glaube ich, den wir noch nicht gegangen sind.
Okay. Okay, aber auf dem Bildschirm haben wir jetzt eine Skeletthand, eine Kakerlake. Ja, das war's. Okay, gut. Was jetzt? Ich rede mal nochmal mit den beiden. Vielleicht geben die mir den Hinweis. Ich denke, ich lasse sie jetzt mit ihren interessanten Forschungen... Nochmals danke für ihre Hilfe. Knifflig. Jetzt habe ich auch mein Tablet nicht hier, dass ich in der Ende Komplettlösung gucken könnte. Was machen wir denn jetzt, Mensch? Das ist ja echt blöd. Weil so richtig weiter bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Also irgendwas muss da noch sein mit dem Ei und so. Es gibt keine anderen Orte mehr, die ich mir anschauen kann. Ich habe, denke ich, auch alles geplündert, oder? Da fehlt mir der Durchblick. Das sollte ich lieber jemand anderem überlassen. Hey, eine brandneue Beatmaster V! Ach, ich nehme den lieben Pfadfindern doch nicht ihre Stereoanlage weg. Wofür hältst du mich? Momentan ist die Anlage nicht in Betrieb. Ah, das Auffangkissen ist auch ein eigenes Objekt. Das Ei soll durch die Röhre rollen und dann anscheinend von diesen Kissen gebremst werden. Okay. Interessante Idee, aber Kamasutra ist auch interessant und ich... Das leider... Das sieht ziemlich un... So lieber nicht. Das leider... Das habe ich... Ich habe leider keine Ahnung, was ich machen soll. Hurra, hurra. Okay, mit der Zeitung runterfächern die Feder. Nein, das geht so nicht. Doch, das würde gehen. Ich meine, guck dir an. Tja, das... Guck dir die Proportion an. Du kannst da hochgreifen. Tu nicht so. Die Röhre ist auch ein eigenes Objekt. Ein Metallrohr. Vermutlich soll es das Ei transportieren. Ich könnte versuchen, in das Rohr zu... Genau. Eigentlich müsste die Feder dann herunterfallen. Ja! Und jetzt kombinieren wir die Feder mit dem Nest. Das nenne ich kreativ. Ein schmucker Hut aus einer Feder und einem Vogelnest. Nein, da heb... Ich habe die Feder doch gerade erst hineingesteckt. Das Vogelnest gibt eine verrückte, aber durchaus mögliche Kombination ab. Man könnte es als Hut benutzen, vorausgesetzt der Vogeldreck stört einen nicht. Das sollten lieber... Aber wie? Wie denn? Ich habe die Feder doch gerade erst... Ha, ich kann die aber jetzt nicht aufsetzen. Vielleicht nicht hier. Sind wir dann hier fertig? Soll ich jetzt zurückfliegen? Vielleicht sollten wir zurückfliegen.
wisst ihr was, versuchen wir es. Wir werden hoffentlich schon nicht pleite gehen. Hoffentlich. Ich bin noch gerade erst angekommen. Ich sollte lieber die Forscher suchen. Hä? Die haben wir doch schon. Okay, fahren wir also wieder zurück zum Flughafen. Achso, warte mal, Ticketautomat. Dafür bin ich nicht Es ist schwer und... Nach Paris könnten wir von hier aus auch. Warum auch immer. Aber jetzt fliegen wir nochmal nach Honolulu. Waikiki, ich komme. Ich hätte vorher speichern sollen. Aber wisst ihr was, ich kann jetzt speichern. Weil das Ticket habe ich zwar gekauft, aber das brauchen wir früher oder später sowieso. Weiter. Ich mache übrigens jetzt heute, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, eine Doppelfolge, damit die für gestern auch gleich ausgeglichen wird. Ach, ein Chaos war das die letzten Tage. Ich sag's euch. Einverstanden. Ich nehme den direkten Weg durch die Tür. So, und jetzt setz aber bitte den Hut auf, Mensch. Ich hab keine Ahnung, was ich damit soll. Schauen Sie nur, diese wundervolle Club-Kopfbedeckung. Oha, Sie sind ja doch einer unserer Gäste. Und Sie haben ja ein Prachtexemplar von einer Feder. Genießen Sie den Aufenthalt, mein Herr. Na, schau dir das an. Und schon sind wir drin. Nein, danke. Ich kenne Sie nicht und will Sie auch nicht stören. Nein, danke. Mir wurde als Kind mal der Wasserball gestohlen. Ein traumatisches Erlebnis. Ich habe keine Zeit. Das macht so komische Geräusche. Ich möchte ungern fremde Menschen ansprechen. Das ist echt creepy, oder? Stellt euch vor, jemand kommt euch auf zu, stellt sich vor euch hin und sagt, ich möchte ungern fremde Menschen ansprechen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Es liegt leider jemand drauf. Das sind sicherlich nur widerliche Bio-Vitamin-Kekse drin. Das Letzte, was ich, borgen würde. Was würde der sagen, wenn ich mir einfach seine Tasche anziehen würde? Eine dieser ledernen Öko-Taschen. Das Sonnenöl gehört dem Clubgast hier. Mann, ist der blass. Ich will es ihm nicht einfach wegnehmen. Ich möchte mich nicht einölen. Ich rette nur ungern mit öligen Fingern die Welt. Hallo, Annie. Zack, was machst du denn hier? Ach, weißt du, ich war gerade in der Gegend. Na, das ist ja mal ein Zufall. Wartet mal, Annie. Annie war doch die Archäologin. Seit wann ist denn die blond? Und... Ich dachte, die ist vielleicht ein richtiger Charakter, aber irgendwie ist die hier nur wie alle anderen Statisten. Naja, okay, gut. Sag mal, Annie, weißt du zufällig, an welcher Story ich zuletzt gearbeitet habe? Soll das witzig sein, Zack? Nein, im Ernst, ich muss wohl hinter einer ganz brisanten Story her gewesen sein. Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, konnte ich mich an fast nichts mehr erinnern. Außer daran, dass ich nachts in einem Flugzeug... Ich glaube, du bist etwas durcheinander. Ein richtiger Urlaub könnte auch dir mal nicht schaden. Urlaub? Ich muss die Welt retten. Schon wieder die Welt retten? Du solltest endlich anfangen, weniger zu arbeiten, Zack.
Warum ist sie denn da jetzt so anti? Sie war doch dabei, wir haben doch gemeinsam... Ich meine, sie war nicht auf dem Mars, technisch gesehen, das stimmt. Aber naja. Welches Buch liest du da gerade? Oh, das ist eins der Bücher aus Jacques' Privatsammlung. Ein Buch über die französische Sprachästhetik. Schließlich wollen wir uns in Frankreich nicht blamieren. Ein Buch über die korrekte Ausdrucksweise wollte ich schon immer mal haben. Ich würde es dir ja geben. Jacques hat es mir geschenkt und ich habe es schon viermal durch. Aber ganz ohne Lesestoff möchte ich hier nicht rumliegen. Gerade wo Jacques momentan so wortkarg ist. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Buchersatz. Ich las von deiner Hochzeit. Wie und wo hast du diesen Jacques überhaupt kennengelernt? Ich habe ihn vor 2 Monaten auf einer Vernissage in Paris kennengelernt. Ein traumhafter Urlaub übrigens. Jacques ist so ein lieber, netter, zuvorkommender, sensibler. Langweiliger Waschlappen. Höflicher, ausgeglichener und besonderer Mensch. Ganz im Gegensatz zu mir, oder? Wie bitte? Ach, gar nichts. Sprich ruhig weiter über deinen französischen Halbgott. Wie süß. Bist du etwa eifersüchtig? Ich? Eifersüchtig? Dass ich nicht lache. Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht... Ach, und ich dachte immer, es liegt dir was an mir. Ja, also, ganz so ist es ja nun auch wieder nicht. Ich bin, ich war schon in dich, also, so ein kleines bisschen, ja, also... Da hinten liegt er übrigens. Ihm war es hier zu schattig. Was denn? Diese Weißwurst da drüben? Bist du sicher, dass er Franzose ist? Mit der Hautfarbe könnte er auch ein Caponia sein. Hör auf mit deinen Scherzen, Zack. Ach, schade. Was sagst du, macht Jack beruflich? Er ist Kellner in einem Fischrestaurant und... Und? Der Job ist eigentlich nur eine Tarnung. In Wirklichkeit ist er nämlich Geheimagent. Das darf aber niemand wissen. Kellnernder Geheimagent lässt sich von charmantem Reporter die Ehefrau ausspannen. Oder wie wäre es mit heldenhafter Reporter verprügelt heiratsschwindelnden Agenten mit Riesenbaguette? Ach. Du hast wieder diesen Blick, als würdest du dir einen Sensationsbericht ausdenken. Ich hasse ihn. Wen? Jack? Nein, den Blick. Was hat Jack im Moment für einen Auftrag? Lass mich raten. Erst gemeinen Sonnenölherstellern auf der Spur, die falsche Lichtschutzfaktoren auf ihr Produkt drucken? Nein. Er hat vor einiger Zeit einen Zeitungsbericht über den skrupellosen Besitzer eines Südseeklubs gelesen. Dieser Clubbesitzer könnte Kopf einer international operierenden Bande von Superschurken sein. Wow, erzähl mir mehr. Das hört sich nach einer fantastischen Story an. Sonnenstich am Südseestrand. Stümperhafter Scheinagent versemmelt todsicheren Auftrag. Mehr weiß ich auch nicht, aber du kannst Jacques nachher fragen. Vielleicht verkauft er dir die Exklusivrechte. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie Jacques es schafft, seine Tarnung als Kellner aufrechtzuerhalten? Ach, möchtest du in deinem nächsten Bericht die katastrophalen Zustände in Pariser Nobelrestaurants aufdecken? Wer weiß. Also, hast du ein paar Tipps parat? Nun, schwierig ist es, den Einstellungstest zu bestehen. Man muss ein übervolles Tablett balancieren können. Da hilft nur Talent und Übung. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist die Ausdrucksweise. Wenn man sie nicht beherrscht, wird man von der gehobenen Kundschaft ignoriert. Oh, das werde ich wohl nicht schaffen. Na, zumindest für die Ausdrucksweise brauchst du nur mal ein gutes Fachbuch zu lesen. Dann fällt es einem gar nicht mehr so schwer. Ich bilde mich da selbst gerade fort. Schließlich will ich mich mit Jacques nicht blamieren. Jetzt mal im Ernst mit der Geheimagentensache. Willst du mich veräppeln, oder? Yep. Ich muss wieder los. Bis dann. Mach's gut, Zack. Okay. Jack, dann reden wir ihn doch mal an, oder? Hallo, Jack. Aufwachen. Die Presse ist da. Nichts zu machen. Lass ihn schlafen, Zack. Er hatte eine lange Nacht. Na dann. Dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Es hat ja jetzt doch alles geklappt. Wunderbar. Und dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und ich versuche,
dass die Folgen in Zukunft wieder pünktlich und regelmäßig erscheinen. Aber wie immer kann es natürlich immer zu Verzögerungen, Verspätungen, Veränderungen, Abweichungen, Mutationen oder gar schlimmeren kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.